Ja, auch von mir mal einen dicken Applaus bitte für das Orga-Team, die sich 364 Tage den Arsch aufgerissen haben, damit ihr heute einfach nur kommen könnt. Bitte mal ganz laut, wir müssen das bis zum Abschlussgelände hören, wo die Hälfte noch arbeitet. Und genau die Stimmung brauche ich jetzt gleich wieder. Jetzt kommt nämlich eine Legalisierungsaktivistin ans Mikrofon und die hat ganz viel Angst. Die schlottert schon neben dem Wagen. Und deshalb müsst ihr jetzt mal so richtig laut ins Gesicht rufen. Hallo Kathi! Hallo Kathi! Für mich stimmt das doch eigentlich gar nicht. Also hi, ich bin die Katharina aus München, vom Hansberg München. Wir machen Demos, wie die Hansparade ein bisschen kleiner. Wir veranstalten jedes Jahr die GMM zum... Und haben dann letztes Jahr zum allerersten Mal Lieber Kiffen statt Kotzen gemacht. Das ist eine Demonstration, die einfach mal ein bisschen auf das Ungleichgewicht der ersten Rechtsprechung zeigt in Bayern. Ich meine, wir haben in Bayern das Oktoberfest, da wird gesoffen. Das ist das größte Drogenfest in Deutschland. Und im Gegenzug werden Konsumenten und Patienten diskriminiert und verfolgt. Und das kann einfach nicht sein. Und aus diesem Grund haben wir letztes Jahr den Auftakt gemacht, wollen das zumindest mit Infoständen dieses Jahr wieder machen und einfach weiterhin auf diese Doppelmoral hinweisen. Und nicht nur auf dem Oktoberfest, diese Doppelmoral finden wir in Bayern ja auch zu Hause, überall. In den Kindergärten zum Beispiel, also ich bin alleinerziehend, wir haben unsere Feste. Und dann gibt es Bier aus Schank, Sekt aus Schank, es gibt Schnaps auf Kindergartenfesten. Aber ich kann mich nicht hinsetzen, ja, meine Kinder gehen. Und sogar, ja, ich denke mal, wenn viele das wüssten, was ich eigentlich mache von den Müttern, die würden dann mit meiner Tochter nichts mehr zu tun haben wollen, ja. Und da frage ich mich, wo sind wir denn da frei, wenn man da so aufpassen muss, ja. Warum müssen wir alle so in Angst leben mit einer Pflanze, die eigentlich so viel Gutes kann, ja. Die Medizin ist. Eine Pflanze, die seit Jahrtausenden von Jahren für Medizin benutzt wird, die für die Papierherstellung zuständig war, ja? Die selbst unsere Großeltern teilweise noch als starken Tobak kannten, ja? Und jetzt ist sie Grund für Angst, Angst um die Freiheit, Angst um den Arbeitsplatz. Ja, Angst einfach auch um unsere Kinder, ich als Mutter. Oh. Und da frage ich mich, warum wollen sie ihn so klein halten? Vor was haben sie eigentlich Angst? Und da kam mir der Gedanke, um die Freiheit eben, dass wir die Freiheit haben, dass wir frei denken und einfach frei handeln als mündige Bürger. Und das wollen sie nicht. Sie wollen uns klein halten und deswegen ist leider Cannabis verboten. Deswegen ist es so geil, dass ihr alle heute hier seid. Vielen Dank, Katharina Reiter, Hanftag in München.